Ja, hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich bin mal wieder hier am Zechengraben. Hier hat sich was getan. Der Baufortschritt hat... Ja, okay. Da drüben ist nämlich das... Boah! Ja, Junge! Das müffelt aber ganz schön. Ja, jedenfalls dort hinten. Dort scheint das Auslaufbecken vom RÜB. Oder ist das nur ein Regenrückhaltebecken? Nee, ich glaube nicht. Ich denke mal, da wird der Kanal beginnen. Oder vielmehr hier vorne beginnt er. Hier. An dem Deckel. Und dann kommt gleich da drüben das erste RÜB, Regenüberlaufbecken. Ihr wisst schon, wo nur das stark verdünnte, nicht mehr klärpflichtige, weitestgehend saubere Abwasser dann abschlägt. Wie so oft direkt am Anfang einer Köttelbecke oder Ex-Köttelbecke kommt dann so ein RÜB. Ja, ich hatte sogar gedacht, weil ich habe hier die Tage den Bagger da rumfahren sehen, dass hier eventuell schon Kanalanschluss hergestellt worden wäre. Aber dem ist noch nicht so. Wir haben immer noch in Dortmund eine Köttelbecke. Die Baustelle ist jetzt hier schon seit... Ja... Ich weiß gar nicht, seit 3 Jahren. Leider kommt man hier auch nicht großartig näher dran. Der Videoguard ist weg. Der Videoguard ist nicht mehr da. Eine richtige 1A Köttelbecke noch. Wie sie im Buche stand. Ja, Leute, früher hab ich mir das vor Ort direkt angeguckt, bin einfach dahergegangen. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Aber ich gucke trotzdem mal, wie weit ich hier komme. Ja. Kann man eigentlich gar nicht hergehen. Jedenfalls nur schlecht. Ja, das Schild ist auch schon so ein bisschen vergilbt, so lange wie das jetzt hier schon steht. Das ist auch nagelneu hier. Ja, das wird dann hier das. Ja, ihr beiden habt aber auch die Ruhe weg hier, ne? Das wird, da ist schon der erste Reiher. Dann hier das. Ja, das sieht eigentlich doch mehr nach einem Regenrückhaltebecken aus, ne?
Das ist gar kein unterirdisches Becken. Ich dachte eigentlich, die hätten hier dann direkt so ein RÜB gebaut, aber das sieht mehr nach einem RRB aus. Ja, mal gucken, wie lange das hier noch so, oder wann das hier, wann die hier endlich fertig sind.